Sag mal, Koraten. Wie viel Dosenfutter bringst du mir eigentlich? 100 Tonnen, wenn es möglich ist. Kommt halt auf mein Schiff drauf an. Alex? Ja? Hast du zufällig mal drei Sachen für Captain Lorne? Sag mir was und dann kann ich dir sagen, ob ich die hab. 15 Tonnen Schrott, 10 Tonnen Glühfäden, 3 Tonnen Glühbirnen. Muss mir sagen, welchen Schrott? Also 3 Tonnen Glühbirnen, wie viel normalen. Fäden? 10. Okay, ja. Und normalen Schrott? Ganz normalen Schrott. 15 Tonnen. Den läppischen, also den normalen Schrott. Kein schöner, normaler. Ja. Okay. 15. Ganz normaler. Ja, habe ich. Würdest du mir bitte mal hier kurz vor meinen Clipper werfen hier? In deiner Hauptstadt, ja. Chrome Force? Also mein Monitor steht ja hier bereit direkt. Neben deinem Schlachter. Ja, der Schlachter fährt mal ein bisschen abseits. Ich brauche hier ein bisschen Ordnung. Wenn Gäste im Hafen sind, ich erkenne die nicht mehr. So, zack, zack, zack. Bitteschön. Geht aufs Haus. Gracias. Handwerker bräuchte ich. Die Elenden. Dann machen wir doch mal da hinten den Upgrader. So, wir sind jetzt mittlerweile bei 45.000. Tendenz steigend. Dankeschön. Das wird eine ganz schön, das war's nämlich, das wird eine ganz schön große Stadt hier. Stück für Stück. Ich hasse Kevin. Naja, wenigstens baust du langsam aus. Naja, jetzt sind ja die Ressourcen da. Ich will das mit dem Glas noch nicht hochreden, aber die Ressourcen sind da. Ich glaube, da müssen noch 3 oder 4 weitere Polizeistationen. Wo sind denn wo? Ja, vielleicht auch Return of the... Ja, du hast aber nicht gesagt, wo. Ja, es gibt doch nur eine Insel. Wessungen! Es ist Wessungen! Return of the Cabin. Wie hast du die denn gebaut zum Teufel? Was ist mit meinem lieblichen Wessungen passiert? Hast du das so gebaut, damit die Proteste nicht übergreifen? Zitat, also ich, um es abzukürzen, es funktioniert nicht. Nein. Oh, jetzt kann ich den Witz anbringen, den ich aus den Kommentaren geklaut habe. Sinning, die sind einfach nur alle gut beim Bowlen. Ist mal, was auf den Dinger draufsteht. Auf den Protestschildern. Die freuen sich einfach nur, dass die Bowlinghalle funktioniert. Strike, strike, strike. 50 Cent. Der kam nicht von mir. Ich habe nur gefragt, ob ich ihn klauen darf. Ja, aber du hast ihn wiederholt. Ich musste ihn wiederholen. Sing! Was würdest denn du für deine Tabakfabriken halten, wenn ich dir normale Bretter und plus 40% Booster gebe als Item? Sonst sind wir den. Ich hab schon einmal. Sehr gut. Jetzt mal Sinning, wo will dieser Blob hin? Diese beiden Blobs. Ich hoffe mal, dass mein Fahrzeug da hinkommt. Läuft nicht. Du lieferst mir echt immer etwa knapp 100 Tonnen Dosenfutter. Sag mal, soll ich das auch noch mit übernehmen? Ich habe nämlich immer nur das Gefühl, dass hier irgendwie nur 10 oder 20 Tonnen ankommen. Ja, das liegt daran, dass ich Probleme mit der Produktion habe. Theoretisch könnte ich das auf meine Route mit dazu packen, ne? Nur mal so zur Info. Ja, dann mach bitte, Alex. Gerne. Dann mach nochmal 50 Tonnen Dosenfutter. Ich muss erst mal die scheiß Route finden. Da, CT-12 Fessung. Gib ihm. Je mehr du liefern kannst, desto besser. Sinning, ich liefere dir 100 Tonnen. Oder so. Und wenn das mit der Menge nicht reicht, dann muss ich noch ein zweites Schiff drauf abstellen. Aber jetzt wollte ich erstmal mit den neuen Schiffen, die dazukommen, wollte ich erstmal meine Messing- und Kupfergeschichte abfrühstücken. Kupfer scheint zu funktionieren. Messing bräuchte, glaube ich, noch eins. Gartenbauer Hermann Sinning. Zink. Mich immer. Von wegen. Charlotte die Schokoladerin. Schokoholikerin. Brauche ich noch nicht. Okay. Achtung, der Boss. Ich bin eigentlich auf der Suche nach
einem schönen Stück, was ich in Hauptstadt als Teil setzen kann. Deswegen klicke ich hier die ganze Zeit die Händler durch. Weil ich da was Schönes sehe. Why not? Weißt du was? Dann ladet ihr mal hier noch ein weiteres Single zu. Hat sich verringert. Mama. Mama. Ich habe tatsächlich die Problematik, dass ich im Prinzip auf einer Insel zu viel Zink habe und auf den anderen, die kommen gerade, die liegen halbwegs gut im Rhythmus. Immer wenn das Schiff da ist, haben die halt gerade genug. Mal gucken. Wird schon passen. So, dann brauche ich noch ein Schiff, was Kupfer verkauft, weil eins liefert hier die Kupfersachen auf Crown Falls und dann brauche ich eins, das von Crown Falls nach Dingens fährt. Das ist dann CT 13. Oh, die 13. Auch nach Sklaver del Copra. Koraten? Hm? Die Kupferroute. Mhm. Wo soll die hin? Dein Ernst? Wahrscheinlich Sklaver del Copra, ne? Ich frage trotzdem nochmal nach. Ja. Hat sich erledigt. Richtig. Kupfer. Ich verkaufe apropos immer noch Kupfer bei mir. Ich kann es leider nicht abholen. Zu wenig Schiffe. Wie viel ist es denn, Sinning? Gerade habe ich noch bei mir auf Lager 400 Tonnen. Ich könnte meine Route bei Sinning zwischenstoppen lassen. Hm? Entwässerung. Ich habe halt zwei Kupferminen dauerhaft hier gerade am. Ja, meine Schiffe kommt. Ich weiß nicht, ob das reicht, wenn ich jetzt. Ich mache mal zwei Slots, die bei dir einkaufen. Ich kann nichts kaufen. Kein Kupfer. Ja. Ich kann kein Kupfer bei dir kaufen. Na, Entwässerung. Jetzt? Jetzt. 380. Jo, passt. So, und dann schicke. Nein, das Dosenfutter geht wieder aus. Ja, meine Schiffe sind auf dem Weg. Ich glaube, ich schicke dir da auch noch ein zweites auf die Route. Nee, die 100 überbrücken doch dann schon. Das passt dann. Erstmal. Schiff vom Stapel gelaufen. Weil dann hätte ich endlich Investoren. Investoren sind eine schöne Sache. Sie sind richtig und wichtig. Das geht raus an Supermarkts. Ein Freund. Okay. Ist eine Katze. Aus dem Ding, nee. Oh nee. Ist eine Katze. Ich hasse dich für diesen Witz. Ich hab Dosenfutter wieder geliefert. Ja, 6 Tonnen wieder. Ja. Das wird meine Lieferung gewesen sein. Ich nehme halt alles über, was dich rüber. Ja. Leider nicht viel aktuell. Ja, das war korrekt. Die Wirtschaftslage, du verstehst. Die Wirtschaft schwächelt. Ja, mir fehlt halt die Ressourcen dafür, um das weiter aus. Großartig. Was brauchst du denn? Fleisch oder Paprika? Eisenerz. Mehr Druck im Kessel. Eisenerz bin ich auch gerade am Ausbauen. Alles, was ich bei mir kriegen kann. Aber das ist jetzt nicht die oberste Priorität. Deswegen fällt das ein bisschen hinten runter. Ja, da du ja diese Route für Sinning auch übernimmst, das ist kein Problem. Ihr müsst das eleganter machen. Ihr müsst einfach zu den KIs hinfahren und deren Buden abbauen und dort das Eisen draus holen. Das tue ich schon. Eine gute Idee, Sinning. Guck mal, da ist auch Eisen noch am Rumfliegen. Du stumme Eisen abholen. Ist das richtig? Irgendwie ist diese Route ganz komisch aufgebaut. Ich hätte ganz gerne Crown Falls auf der 4 gehabt. Und jetzt wird's komisch. Ein bisschen Spaß, ein bisschen Dreck.
Das schadet nicht. Wer böllert denn hier noch um die Uhrzeit? Henrik, du müsstest mal vorbeikommen. Die Feierlichkeiten. Was Rationsziel. Aber hallo. Ich bring die Zange schon vorgeheizt mit. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Ja, Kopfkino ist schon was Schönes. Spielstand gespeichert. Hey, hab ich nicht da Eisen abgebaut? Aber vergiss nicht noch das schöne Brandeisen. Leck mich doch am Arsch! Alles klar. Wird direkt markiert. Einmal die volle Tour, wa? Ja, also richtig schön aufs Gesicht dann drauf, dass du direkt sehen kannst, das ist ein Eierloser. Alles klar. Ich frag einfach nicht, okay? Okay. So, dann hier unten müsstest du... Oh Gott, deswegen ist diese Handelsroute schrecklich gerade. Oh Gott, es wird immer schlimmer. Warte mal. Eins. Du müsstest nach... Du musst auf die zwei, du Scheiße, du. Wie geht's eigentlich mit meiner Kaffeeproduktion? Ja, so kann man das machen. Echt gut. Eisen aufladen, dann gehst du da hoch. Ich sehe schon, das wird nicht funktionieren hier. So, Kohle holt er hier ein Huelio. Gesundheit. Danke. Dafür nicht. Nein, nicht abladen. Alter. Aufladen, Kohle. Da. Aufladen, 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 abladen, 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 aufladen, 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 abladen, abladen, abladen. Passt, perfekt. So, dann sind die Inseln schon mal abgefrühstückt. Ich werde zwar noch weitere Schiffe brauchen und ich werde auch noch weitere Inseln in Anspruch nehmen, aber für den Anfang tut das Chicken. Kisten unter Deck. So, und das ist jetzt das Schiff, was ich wahrscheinlich auf die Kupferroute dann noch schicke. Gehe ich da recht in der Annahme? Das ist interessant. Das ist doof. Ich kann auf den Klippeninseln kein Lager bauen. Du willst immer überall Lager bauen, ne? Muss so. Hast du das schon mal untersuchen lassen? Hast du schon mal versucht, eine Siedlung hochzuziehen, wenn du nicht mehr als 75 Tonnen Holz in deinem Inventar haben kannst? Also ich spreche dann auf jeden Fall nicht von Lagern. Das ist dann irgendwie so ein bisschen verwerflich. Verwerflich? Du bist verwerflich. Heißt das, man kann mich verwerfen? 50 Cent. 50 Cent. Ich fühle mich ungerecht behandelt. Warum sind da schon zwei, die gesagt haben, 50 Cent? Ach! Boah, du bist die Demokratie. Ja, natürlich, du demokratisch am Arsch. Das war demokratisch. Ihr kommt euch auch nicht schlecht vor, ne? Wenn ihr so arme Leute über den Tisch zieht. Arme Leute über den Tisch. Die ziehen nicht mich über den Tisch, Alex. Ja, die ziehen mich über den Tisch, das ist es doch. Und du bist ja nicht arm. Nur weil ich einen Geldscheißer Jan hab, oder wie? Sei Dank. Du hast einen Geldscheißer. Jan Philipp. Richtig. Küsschen aufs Auge. wie war das? Doch, Kuss auf dein Auge. Das ist aber kein Argument. Zumal das ja auch alles einmalige Spenden sind, ne? Bei meinem Geldaufkommen bräuchte ich dann eigentlich, was ich euch dann schulden würde, bräuchte ich dann ein regelmäßiges Einkommen. Also, geh mal arbeiten. Nein. Nein. Warum kann ich Sinning derjenige sein, der Flachwitze bringt? Weil du ja die Rolle übernimmst. Ja, weil ihr alle zu unkreativ seid. Selber schuld. Also sie sollten wir dran schuld sein. Es ist dein Projekt und du musst die Leute unterhalten. Ja, eben drum. Das macht's ja so problematisch. Dosenfutter ist angekommen. Halleluja. Gerne. Dosenfutter ist angekommen. Vor allen Dingen fütter ich dich und Henrik durch. Na und dafür besauf ich dich. Ja. Das Einzige, woran es scheitert, Henriks Glas. Ach, apropos Kuraten, hattest du
Glas irgendwie hingeschickt oder sollte ich es kaufen? Admiral auf der Brücke! Du hattest ja vorhin. Entschuldige, die ganzen Meldungen meiner Schiffe. Sie es weggedrückt hatte. Ich schick's dir, ich komme zu deiner Hauptstadt und lieferst dir deinen da kostenlos ab. Perfekt. Du kannst es auch theoretisch direkt nach Babawagen, weil da brauche ich's. Babawagen? Babawagen. Oberbagerwacken. Die Straßen sind sicher. Wo ist ein Babawagen? Babawagen ist die Industrieinsel darunter. Kasselbitch. Direkt darunter. Harabere, Sokratos. Babawagen. Ja, sieht gut aus. Es sieht gut geplant aus. Aber dies. Hast du auch genügend Abhollager dafür? Wie viel hast du denn? Sieht nämlich ein bisschen aus, als hättest du nicht genügend Lagerhäuser. Wie viel hast du denn? Oder wie viel wirst du dann bringen? Geht es nicht darum, ich meinte jetzt eigentlich deine Planung hier in der Stadt. Du hast nicht genügend Annahmestellen. Doch, doch, das funktioniert. Ich habe nirgendwo Stau, tatsächlich. Noch nicht. Ja. Du bräuchtest mindestens 7, 8 weitere Lagerhäuser. Ja, die werden noch nachträglich noch gebaut. Quetsche immer so dazwischen, wo Platz ist. Die brauchst du auch noch in der Nähe davon. Also momentan gibt es noch keinen Stau, wie gesagt, und ich kann da noch ein paar Dinger ausbauen, so ist ja noch nicht. Außerdem viele Lagerhäuser, Häuser siehst du auch zwischendrin gar nicht. Die gehen so ein bisschen in der Masse unter. Ich kann das gut unterscheiden. Ich wusste gar nicht, dass ich so produziere. Ah, Messung wieder auf Stand. Party. Warte mal, der letzte ist gerade vor ein paar Sekunden zu Ende gegangen. Sinning, ich hab noch 13 Minuten, wo bleiben die Tortillas? Irgendwie habe ich das Gefühl, Sinning hat das nicht in Angriff genommen. Und die Fenster sind alle scheiße. Da sind sie. Er hat das schon mal ein Schiff vom Stapel gelaufen. Gerade verkauft? Ja. Das Schiff stand über dem Hafen. Dankeschön. Das sieht nicht gut aus. Das sieht echt nicht gut aus. Okay, ich kann meine Insel nicht weiter aufrüsten. Ich habe kein Glas mehr. Keine Fenster. Fuck. So, meine zwei Schiffe sind eingetroffen. Bist du bereit abzunehmen, das Glas? Ja, warte, ich schicke ein Schiff runter. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Liegen alle 12 in deinen Hafen. Jo, ich seh's. Oh Gott. Dankeschön. Bitte. Und du brauchst jetzt noch Fenster? Ja, das wäre schon ganz gut. Weil dann kann ich halt die Industrieinsel weiter aufrüsten. Direkt wieder dahin? Ja, auch dahin. Dann schick dir nochmal 300 runter. Das sind alles deine Reserven, oder? Die einfach so rumgelegen haben. Ja. Ja, dann ist es besser, wenn ich die direkt verwurschtel. Meine Glasproduktion läuft bloß gerade nicht so. Weil ich, wie gesagt, noch nicht ausbaue jetzt. Ja, das ist deine Aufgabe. Die läuft gerade für meinen eigenen Versorgung. Für meine eigene Versorgung bloß gerade noch. So, baut. Stellet her. Auf. Ganz schön knifflig im Moment. Vor allem, ich brauche halt Glas für die Sektkellereien, ich brauche Glas für die scheiß Brillen, ich brauche Glas für die scheiß Glühbirnen, ich brauche Glas für die scheiß Fenster. Kannst du mir sagen, wofür du kein Glas brauchst? Für dich, Schnuffi. Boah. So hätte ich auch reagiert. Ja, aber es ist noch verhältnismäßig wenig. Sehr verhalten. Kisten unter Deck. Ach du heilige Scheiße. Wie du das gerade angesprochen hast, wolltest die Lagerhäuser mal auf Premium-Status bringen, damit ich das kalkulieren kann. Und ich wollte halt die jeweiligen Fabriken, die noch fehlen, wollte ich halt auch bauen. Fehlen noch ein paar. Oder die müssen ja noch gebaut werden, damit ich sie nicht mitversorgen kann. Ich versuche gerade meinen botanischen Garten an meiner Hauptstadtgebiet anzuschließen. Ich habe jetzt keine Schiffe bauen, wie blöd. Damit da ein paar Leute durchlaufen und das erweist sich als ganz schön schwierig. Jetzt kann ich Schiffe bauen, wie blöd. Blauen wie blöd. Also, du siehst ja gerade. Wenn du mal nach Slaveria guckst, wirst du einiges an Veränderungen seit Beginn des Spielstands. Seitdem Henrik mit dem Spielstand angefangen hat, kann ich nichts anderes mehr denken. Entschuldigung. Das ist dir diesmal genehmigt, weil Henrik seine Schuld ist. Ich bin nur ein kleines. Hast du toll gemacht, Henrik. Wir würden ungern. Du willst Wurst und Brot? Ja, warte mal, hab ich doch hier auf Vorrat, oder?
Dann lassen Sie mal hören. Gönn dir. Hey, Sie haben Wort gehalten. Beeinflusst alle Schreinereien. Produktivität plus 50. Wow, Alter, Schreinereien, nicht Schneidereien. Schreiereien wären auch gut. Eine Schreierei. Au, oh, Zerstöraufgabe. Admiral Cobra, komm mal bitte her. Wo soll was zerstört werden? Ja, mach ich schon. Die Admiral General Cobra Crew freut sich auch mal über ein bisschen Arbeit. Ist das schon geboostet? Das ist schon geboostet. Warum ist das schon geboostet? Das sieht nicht gut aus. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ja, was wohl? Wessung. Okay, ohne jetzt dahin zu gucken. Ja, Feuerball. Gut, ein paar Streikherde. Ach, immer noch der Streik. Nein, der zweite. Der eine war zu Ende, 30 Sekunden später, ein Streik ist ausgebrochen. Deswegen, ich verlange jetzt eigentlich obligatorisch, klar, aber du weißt, was ich jetzt verlange? Den Freudenschrei. Für den Verantwortlichen. Nein, der kommt nicht. Kevin hat dich mittlerweile zur Verzweiflung getrieben. Soweit ist es gekommen? Nach dem tapferen Sinning kommt der verzweifelte Sinning? Hat Kevin dich wirklich gebrochen? Ey, ich habe Wessung in eine neue Zeit gebracht. Ja, du hast Wessung. Warum hat Wessung mittendrin so einen Spalt, der oft steht? Wessung war mal richtig kultiviert und richtig zivilisiert. Jetzt ist das wie so ein Schachbrett. Wessung ist ein Schachbrett geworden. Weißt du, wie scheiße ein Schachbrettmuster von der Stadt auf einem T-Shirt zum Beispiel ausschauen würde? So als Merch. Richtig, sieht kacke aus. Also, ich frage nochmal, was hast du mit Wessung, meinem geliebten Wessung gemacht? Unserem geliebten Wessung, Entschuldigung. Er hat es effektiv und effizient angebaut. Und ausgebaut. Sieht aber scheiße aus. Ja, 50 Quadrilliarden Polizeistation. Aber das kann man effizient nennen. Ja, das musste jetzt mal sein. Mal. Lektorieren, endlich. Ich habe genug. Ja. Warum können das eigentlich nicht mehr Streikherde sein? Warum sind das immer nur drei? Weißt du, Sinning hätte so 5 oder 10 oder so verdient. Das wäre schon irgendwie lustig. Das ist schon irgendwie lustig. Ja, wenn die ganze Stadt nur noch aus Streikherden besteht. Alter, jetzt kann ich das passieren. Das ist übrigens eins der epischen Seeschlachten ever, die da gerade abläuft. Das sind World of Warships. Beste. Zwei stehende Schiffe beballern sich. Und effektiv passiert kaum was. Spannung. Die Menschen lassen mich hochleben schon das dritte Mal. In Ipswich! Das Kackdorf! Moment, ich gehe da mal ganz kurz die Leute besuchen und sage ihnen, dass sie eigentlich total unwichtig sind. Wir lieben sie. Wir lieben sie. Das ist eine Lüge. Fall nicht darauf ein, Alex. Sie wollen dein Kopf. Ah, nee, sie wollen mein Bier. Ist ein Bierfest. Die wollen dein Bier. Die wollen gar nicht. Die lieben mich nicht, die lieben nur das Bier. Die sind einfach nur hackedicht. Obwohl sie... was? Die haben noch nicht mal Bier. Ja, ich gebe ihnen Bier. Die haben, die trinken kein Bier, die können gar kein Bier trinken. Warum Bier. Gibt es ein Bierfest? Taschenuhren gehen zur Neige. Ich hab sie für den Fotografen gehalten. Moment, wo gehen die zur Neige? Den Witz darf ich nicht bringen, der ist zu dunkel. Schade. Welchen Witz? Dunkler ist mein Seelerkampf. Moment, den will ich hören. Welchen Witz? Okay, ich schreibe dir per PN Kuraten. Kuraten mir? Danke. Sie haben nur Einfluss verloren. Drecksäcker. Wenn, dann hat er Spaß. Okay, Spaß. Sinn, du musst näher ans Mikro. Gewonnen. Ich bin gerade weggegangen. Dann komm wieder her. Ich hab Angst. Ich tu dir nichts. Also ich. Was die anderen machen, weiß ich nicht. Die sind bestimmt auch ganz zärtlich zu dir. Aber ich kann für nichts garantieren, ne? 300 Glasfenster kommen in wenigen Minuten. Jo. Und ich gehe gleich mal kurz vor die Tür.
Ich müsste auch mal gleich irgendwann mal was essen gehen. Wir ja, können nämlich sagen wir doch einfach Viertel nach das Ende für heute. Ja, es reicht langsam wieder. Es reicht. Es ist jetzt gut, aber mal es ist ernsthaft mal gut hier. Henrik hat das mit dem Glas verkackt, das soll jetzt auch reichen, ne? Es ist Glas doch verkackt. Gut gelaufen heute. Bis auf die Tatsache, dass ich die erste halbe Stunde nicht eure Stimme aufgezeichnet habe. Wie gesagt, ich glaube, ich mache da irgendeinen Speedcut. Das ist innerhalb von einer Minute diese eine halbe Stunde komprimiert. Boah, das muss böllern. Wenn du dann noch kleine Details raussehen kannst, dann bist du gut. Aber ja, ansonsten lief es gut. Außer auf Wessung gab es keine großen Streiks. Wessung ist ein einziger Streik her. Also ganz ehrlich, wenn wir mal Merch rausbringen, so just for fun, dann einfach nur Wessung-Merch. Das ist das erste Standard-Merch. Ich fände das mega cool. Übrigens, ich hätte den Weihnachtsmarkt auch größer bauen können. Fällt mir gerade auf. Naja. Warum hast du es nicht? Ja, weil nur noch die Allee war, aber... Also ursprünglich liefen da noch die Schienen lang. Die sind ja dann weggefallen und... Ach, egal. Ist nicht mehr so wichtig. So, letzte Phase von der Weltausstellung. Und die nächste Phase von meinem Luftschiff. Kautschuk! Da müsste ich auf der Industrieinsel was rumfliegen haben. Auf Baba Wacken. Die ist blöd, blöd ist nur, dass ich gerade keine freien Schiffe habe. Produziert mehr Fracht. Obwohl doch, das Kriegsschiff. Alter, wie das Glas hier weggeputzt wird. Es ist einfach quasi instant wieder weg. Zwar jetzt nicht so schlimm wie bei dir mit dem Zink oder dem Kupfer-Kroaten, aber schon ordentlich. Die 650, die drinne sind, da sind es nur noch 408. Na, waren weniger. 400. Ich glaube, es müssten glatt 400 gewesen sein. Kautschuk. Soll ich euch was Wunderbares sagen? Ja. Ich habe endlich eine positive Bilanz. Nein! Wie? Ich bin mal plus 500. Wählst du die Siedlung in der alten Welt oder wirst du die irgendwann ab? Du kannst sie nicht abgeben. Du bist Trip. Die Siedlung ist für ihn genehmigt. Ja, wenn er die abbauen würde, wäre von Rip. Mir. Ja, deswegen. Ist von mir genehmigt. Obwohl Rip wäre er nicht, aber er hatte halt massive Probleme mit dem Einfluss, ne? Ja, ich hätte aber jetzt dann, wenn ich die einmal aufbaue, dann meine ganzen Schiffe produziere und dann die abreißen, hätte ich ja meine ganzen Schiffe. Aber ich brauche halt den Einfluss auch um die Handelskammer, da zu bauen. Und wenn was mit den Schiffen passieren würde, hättest du halt ein massives Problem. Sobald auch nur eins sinkt, dann hast du echt ein großes Problem. Ja. Angenommen, der Fortune kommt unvorteilhaft in dem Moment gerade wieder auf die Karte und keiner kriegt's mit. Geil, so viel Einfluss zu haben. Was heißt denn? Alex, der kommt nicht mehr wieder. Und selbst wenn er wiederkommt, der ist dann innerhalb von ein paar Minuten da draußen. Ja, wovorhin wollte er wiederkommen? Alex, schau mal in seinen Hafen. Warte. Wenn er da durchkommt mit 2-3 Monitoren, dann Respekt. Apropos, deine Schiffe stehen bei mir am Kartenrand. Ah, doch schon wieder? Mhm. Dieser Aufgaditor hat sich doch schon wieder jetzt hier verfahren. Wir legen im Haupthafen an. Toll, wieder schön normalen, schönen Schrott, klasse. Was will ich denn mit dem Scheiß? Manchmal kriegst du beim Tauchen ja echt gute Sachen. Aber in der Regel ist es irgendwie nur Kacke. Nur Müll. So, willst du bereits mal abnehmen? Stoffe? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine Explosion, ja, La Rochella. Ich krieg die Krise mit euch da unten. Oh, la, hallo. Bei mir heißt es übrigens mittlerweile Sklaveria Nordwest, also New World. Dankeschön. Kein Problem. Cobra, möchtest du mal. Ein richtiges Kaninchen Fullspeed sehen, ja. Nein, möchtest du mal das Fullspeed-Luftschiff sehen? Ja. Warte mal, ist das voller Speed oder ist das Höchstgeschwindigkeit?
Nein, mit allen Items aufgeboostet. Okay. Vollspeed würde ich mir auch angucken. Und außerdem ist es voll beladen, aber dank diesem wunderbaren Propeller gibt es hier 100% Frachtverlangsamung dazu. Wo ist denn das Mistviechchen? Dann flieg mal los, ich habe sogar eine Postkartenansicht gerade bei dir. So, mit dem Wind einmal bitte. Alter, das trägt schon so mit schnell. Alter! Wie schnell fährt das? Warte mal, mit Wind oder gegen Wind? Mit Wind. Mit Wind. Das sind 42,5 Knoten. Heilige Scheiße. Wir haben normalerweise nur 10. Flieg mal. Fahr mal gegen oder, den Wind. Nee, flieg erstmal 90 Grad zum Wind. Also ohne Windeinfluss, meine ich. Ja, Gegenwind. Das ist ja eine normale Geschwindigkeit im Normalfall. Oh Gott, die Deutschen kommen! Das ist auch ohne Windeinfluss, ist das schon extrem schnell, finde ich. Und es ist voll beladen, ne? Also. Und es also, gibt keine Frachtverlassung. Jetzt mal, ich sag. Henrik, ich hab. Hier, Henrik, sag mal bitte, wie denn bitte schön ein Luftschiff Frachtverlangsamung hat. Das hat keinen Tiefgang. Ja, ich hab 50 Tonnen Kohle oder 50 Tonnen Bretter drauf. Nein, aber wie ein Luftschiff. Mit diesem wunderbaren Propeller gibt's hier keine Verlangsamung. Nein, wie ein Luftschiff überhaupt eine Frachtverlangsamung haben kann. Das meine ich. Eine Trägheit? Nee, das ist Schwachsinn. Wenn das Ding einmal in Bewegung ist, dann ist es in Bewegung. Hör leise, Chantal. Anophysik. Beim Schiff macht es Sinn. Je tiefer ein Schiff liegt, desto mehr reibt es halt im Wasser. Ergo, desto langsamer. Beim Luftschiff. Reibt es halt im Wasser. Es ist halt Reibung. Beim Luftschiff macht das halt keinen Sinn. Das ist halt einmal austariert. Dann schreib doch den Anodevs, dass es dir nicht passt. Ja, eben, werde ich auch machen. Die kriegen eine Hassbotschaft. So entstehen Morddrohungen. Genau so. Guten Tag, hier ist Alex. Ich möchte mich beschweren. Ich bin 12 Jahre alt. Ich bin ein großer Junge. Kurz vorweg, ihr spiele scheiß Programmier. Wir brauchten neulich eine halbe Stunde, um ein Multiplayer-Match zu starten. Heul leise Chantal. Der kommt dann zurück. Das wird genau die Antwort. Genau das kommt so zurück. Gruß, Chefentwickler. Wenn du das bei Disney machst, kommt dort einfach Gruß Mickey Mouse. Da kommt dann der Schlägertrupp vorbei. Gehst jetzt da raus und für die Skate! Ja, genau das. Och, hallo, du Elender.